Ist schon sehr übergriffig. Dann schickst du wenigstens den Leuten, Mann! Ah, mein Steuerberater! Ja, also du kannst auch die Unterhose ausziehen. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, tollen neuen Video auf dem Kanal Renzo. Ich habe einen Gast dabei und zwar... Reefed, Antonia. Und ich habe noch einen zweiten Gast dabei und zwar... Knu. Ja, und wir spielen jetzt... Ich habe noch nie... Und das funktioniert folgendermaßen. Toni erklärt das kurz. Einer sagt eine Sache. Ich habe noch nie jemanden geküsst. Wenn du schon jemanden geküsst hast, musst du trinken. Ja. So. Wir haben einen Umschlag. Und wir müssen die ziehen. Ich habe noch nie jemanden manipuliert, damit er sie sich von jemandem trennt. Oha! Wow! Wow! Zwietracht säen! Nee. Nee, wenn du eine gute Freundin hast und du sagst, der Freund ist halt scheiße und der ist wirklich scheiße, dann ist man ja ehrlich. Aber ich will jetzt nicht sagen, der Freund hat das und das gemacht, wenn es nicht stimmt. Ich hätte genug Freunde, bei denen ich das gerne machen würde, aber ich mach's nicht. Also ich habe vor ein paar Monaten, ist jetzt wenige Monate her, da habe ich mit Bibi mein längeres Telefonat gehabt. Macher. Ich fand, die passten einfach nicht. Dann musste ich da so ein paar Sachen auch erfinden. Und dann war ich ganz froh, wenn ich das jetzt... Diese Aussage schon in TikTok und du wirst einfach nur zerstören. Ja. So, jetzt kannst du vorlesen. Ich habe noch nie mit jemandem geflirtet, weil ich etwas Bestimmtes wollte. Ach so, um zum Beispiel einen Drink zu bekommen, oder? Sex. Also das zählt jetzt nicht dazu, oder? Ja, weil man flirtet ja mit jemandem, um den Menschen zu bekommen. Aber was anderes ist eine Leistung, eine Dienstleistung, ein Gefallen. Ich glaube nicht. Ja, es hört sich nicht so cool an. Es ist auf jeden Fall kein cooler Move, das zu tun. Nee, lieber nicht. Nee. Lieber nicht. Du bist... Ich habe noch nie an der Kasse gesehen, dass etwas nicht berechnet wurde, aber geschwiegen. Ich achte da nie drauf. Weil du so viel Geld hast, ne? Ja, also ich habe das gedacht, was Antonia gesagt hat, aber ich wollte es nicht sagen. Weil ich nicht arrogant klingen wollte, aber du klingst jetzt arrogant. Ich habe mal was im Baumarkt geklaut, aber weil ich vergessen habe. Irgendwie habe ich vorne direkt so ein Maßband genommen und damit habe ich so ein paar andere Sachen gekauft und so gemessen, aber mir dann so basically in die Tasche wieder gesteckt und dann bin ich so am Self-Checkout gegangen und habe so alles gescannt, außer dieses Teil und bin dann rausgegangen und ist mir im Auto erst aufgefallen. Und dann habe ich es behalten. Ich dachte mir, ist doch doof, wenn ich jetzt zurückgehe. Welcher Baumarkt? Es war Bauhaus. Liebe Grüße an den Bauhaus. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Ja, ich habe noch nie als Erwachsener ein Kind beleidigt oder beschimpft. Ich gehe davon aus, im Internet. Also wenn... Oh ja. Also ist doch, also natürlich. Ja, das kann tatsächlich sein. Ja, stimmt. Vor allem im Games passiert das öfter mal. Ich will an die Tarnung mit spielen! Ja, oder ja, also ich gehe auch mal, einfach, ne, in Foren, um Leute zu haten. Also. Das auch. Das müssen wir tun. Ich gehe auf irgendwelche so Kinderserienforen, weil so Togo und so, die haben so Togo! Foren. Dann gehe ich da rein und sage, du Huren. Okay. Eine gute Freizeitaktivität. Okay. Ich habe noch nie so getan zu telefonieren, nur um mit jemandem bestimmten reden zu müssen. Das mache ich öfter. Das habe ich gemacht. Nicht mit jemandem zu reden? Ja. Ja, das habe ich auf der Gamescom gemacht. Stimmt, das sind wir doch mit einem Ende. Heute zuletzt gemacht. Ich habe IRL gestreamt und es war auch so, war auch live, und habe dann immer so getan, als würde mein Steuerberater anrufen, weil, also ich hab super viel Meet and Greets und da mache ich krank gern Fotos, aber so, wenn ich halt im Stream bin, das ist auch okay. Ja, das unterbricht aber halt man den kommt halt, ja, man kommt halt manchmal nicht vom Fleck. Und dann waren wir halt teilweise so, weiß nicht, so 30, 40 Minuten an einem Fleck. Und ich war so, sorry, chill, sorry, so. Und dann, wenn du dann wieder so die Möglichkeit hast zu laufen, habe ich einfach so, mein Steuerberater! Und dann einfach so Sprint eingelegt, weißt du? Um so zum Ort zu kommen, wo man hin will. Guter Punkt. Steuern nachzahlen. Ich habe noch nie eine Massage mit Happy End bekommen / gebucht. Nein, aber mir ist es mittlerweile schon zweimal passiert, dass das offensiv angeboten wurde. Krass. Echt? Ja, also ich hatte es gerade erst vor einer Woche, dass ich eine Massage gebucht habe und die Masseurin, die ich normalerweise buche, die konnte nicht. Und dann habe ich irgendeinen Laden genommen, irgendeinen Thai-Massage-Laden, wo vorne drauf stand, keine Erotik-Massage, Ausrufezeichen. Also ich dachte, okay, ist doch gut. Und dann bin ich da rein und dann war die erste Red Flag und es ist eigentlich eine offensichtliche Red Flag. Die Frau hat mich dann, also war alleine so, hat mich in den Raum geführt mit der Liege und ist dann stehen geblieben, als ich mich ausgezogen habe. Ach so, also normalerweise sagen die ja so, gehen die ja raus und sagen, leg dich schon mal auf die Liege so und dann ziehe ich mich so aus und dann hat sie mich so angeguckt und hat gesagt, ja, also du kannst auch die Unterhose ausziehen. Und ich war so dumm, dass ich gedacht
gedacht habe, okay, vielleicht ist das ein kulturelles Ding, vielleicht ist sie einfach ein bisschen lockerer drauf. So, ich will ja auch einfach nur, wenn ich dafür eine gute Massage bekomme, ist das doch alles gut. Dann habe ich mich halt, also blieb sie auch im Raum. Ich habe mich dann hingelegt und dann hat sie halt schon sehr Dinge getan, die halt dafür sorgen würden, dass man passiert, in Stimmung kommt. So. Dann kannst du ja gar nicht entspannen, weil überhaupt nicht. Und dann war ich die ganze Zeit so im Kopf so, sag ich jetzt was oder nicht, weil ich mir nicht so sicher war. Yeah. Ich habe schon ganz weirde Sachen bei Massagen erlebt. Und dann habe ich dann aber auch gesagt so, ey, nee, nur Rücken und so, ne? Und dann hat sie halt die restliche Zeit nur den Rücken massiert und nicht die Beine oder irgendwie sowas oder Arme irgendwie so oder was halt dann auch kacke war. Und dann war ich die ganze Zeit unentspannt und habe die ganze Zeit im Kopf nur drüber nachgedacht, soll ich jetzt nochmal sagen, ja, die Beine auch, aber halt nicht zwischen den Beinen. Ja, es war nur Scheiße. Und ich bin so unentspannt aus diesem Raum rausgegangen. Ist schon sehr übergriffig auch einfach. Okay, also, das waren die Massagegeschichten. Leute, ganz kurze Spark-Info-Durchsage. Ihr erinnert euch ja, dass bei der letzten Kollektion Scribble Thoughts einige Pieces relativ schnell ausverkauft waren. Jetzt am kommenden Sonntag kommt noch etwas Neues. Nämlich total specialige Varianten von euren Lieblingspieces als Limited Edition. Ihr habt die Chance, die sogar zu gewinnen. Dafür müsst ihr einfach dem Spark-Instagram-Kanal folgen und unter dem Foto von dem Piece, das ihr gewinnen möchtet, kommentieren. Link und zusätzliche Informationen sind in der Videobeschreibung. Wenn ihr mitmachen wollt, geht einfach da kurz rüber. Und ansonsten geht's jetzt bei im Video. Peace. Ich habe noch nie vor jemandem gestrippt. Ja, nur du doch safe. Da muss ich trinken, oder? Mhm. Aber es sind immer so diese, ich strip dann, aber es wird, ist meistens so, dass dann mein Partner so da sitzt. Wieso? Weil ich es mit Absicht so eklig mache. Hey, du kannst doch Bauchtanz und so ein Shit. Ja, aber das mache ich dann nutzt deine Superkräfte. Nein, ich mache dann so richtig, aber es macht mich ins Ärger. Ja, aber du, ich verstehe dich nicht. Du kannst Bauchtanz, du kannst dich erotisch bewegen und du nutzt es nicht in so einem Augenblick. Nein, das ist doch viel witziger. Ja, cool. Wäre ich dein Freund, fände ich das auch gut. Wäre ich auch angemessen. Was ist denn bei dir? Das auch getrunken? Ich habe nicht getrunken. Nee, sie hat es heimlich getrunken. Du hast doch getrunken. Nee. Doch, jetzt erzähl mal. Jetzt hat es doch kommen. Ich habe es auch gesehen. Okay. Ich habe es nicht gesehen. Erzähl. Ich habe nicht getrunken. Du musst nicht erzählen. Du musst nicht erzählen. Sie macht Bauchtanz. Also sie macht das, was du machen sie solltest. Sie macht richtig. Hier. Ich habe noch nie per Chat-Nachricht Schluss gemacht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Schluss gemacht. Ich habe Schluss gemacht, ja. Ich finde, da telefoniert man mindestens miteinander. Ich habe schon Sex gelesen. Ich habe noch nie einen Sextraum mit einem Familienmitglied gehabt. Ich distanziere mich von dieser Flasche. Nee, kann das sein, dass sie auch nur vorkam, aber halt nicht im sexuellen Kontext? Doch, ja. Dann ja. Dann ja. Warte. Aber ich muss es erklären. Und es wird noch weirder, aber ich muss es erklären. Warte. Also meine Oma. Cut. Nein. Ich habe mal übernachtet mit meiner damaligen Freundin bei meiner Tante und bei meinem Onkel, weil da einfach eine Feier war und dann habe ich da halt irgendwie, haben wir geschlafen so. Und auch da auf der Etage hat die Oma, die im selben Haus wohnt, ihre Wohnung und war zum Zeitpunkt so ein bisschen verwirrt. Und dann ist die halt nachts halt reingekommen und war einfach nackt und ist so reingekommen und wusste nicht genau, wo sie ist. Und ich habe einfach, ich weiß noch, wie ich so aufgewacht bin, und dann, nein, bitte raus. Also ich konnte auch nicht damit richtig umgehen, sondern habe sie einfach so ein bisschen bitte, geh einfach nicht hier sein. Und dann ist sie halt wieder rausgegangen. Aber das war der Traum. Nee, das war nicht der Traum. So, das ist real passiert. Ah, okay. Aber das wurde danach verarbeitet. Ach, ja. Und es wurde danach verarbeitet, wie sozusagen in einem solchen Augenblick plötzlich die Oma kam. Aber dann auch natürlich weggeschickt wurde. Ja, okay. Also das ist nur der Hintergrund gewesen, um zu rechtfertigen, warum. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich habe noch nie ich liebe dich gesagt, ohne es so zu meinen. Ja, als Joke bestimmt irgendwann mal so. Boah, du hast mir, weiß nicht, eine Pizza mitgebracht. Boah, ich liebe dich, voll nett von dir. Weißt du, so. Ja. Da muss ja rein technisch gesehen muss ich dann ringen. Ja, und vor allem so in der ersten Larifari-Beziehung, wenn du dann schon so merkst, ach, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Man hat sich halt damals jedes Mal am Telefon, ich liebe dich, ja, ich mich auch. Die ganze Zeit. So, ist das die letzte? Ich habe noch nie ein Geschenk weiterverkauft. Glaub nicht, aber ich weiß doch, damals, da habe ich meinem Ex-Partner so eine ganz tolle Kette, die er sich immer gewünscht hat, gekauft. Und wir hatten beide ein gemeinsames Ebay-Konto und auf einmal kriege ich die ganze Beschwerdemails und habe so gesagt, was ist denn das für eine Kacke? Und dann drücke ich drauf und sehe alles, was ich ihm jemals geschenkt habe, das Arschloch online verkauft. Nein. Und ich habe dann ihm so wütend geschrieben und gesagt, hey, wenn du schon alles, was ich dir jemals gekauft habe, verschenkst, dann schickst du wenigstens den Leuten, Mann, weil die haben alle voll negativ geschrieben, boah, ist das nicht da, scheiße. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Ja, natürlich hat das wehgetan. Du hast dir da Gedanken drüber gemacht und der hat es einfach weggegeben. Mm. Sad, ne? Ja. Darauf trinken wir heute. Oh ja. Ja! Ja, super. Das war's mit dem Video. Vielen, vielen lieben Dank. Like das Video, kommentiert das Video, macht die Glocke. 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 Glocke.
Glocke. Ja, guckt, checkt ab in der Videobeschreibung bei Gnu und bei Reef. So, das war's mit dem Video. Tschüss.